noch nie dagewesene Krise. Wie verhält man sich da als AfD? Ich persönlich schwanke da immer. Eine nie dagewesene Krise. Haben wir vielleicht auch eine Krise inszeniert? Haben wir eine Krise herbeigeredet? Es ist keine Epidemie wie Pest oder Cholera, sondern es ist eine verhältnismäßig leichte Grippe, die an einem begrenzten Personenkreis, einem relativ kleinen, eine lebensbedrohliche Auswirkung hat. Ja, es gibt auch in der Wissenschaft ganz verschiedene Ansichten. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich denke mal, man ist sensibilisiert, jeder ist sensibilisiert für das Thema. Und letztendlich sind wir alles eigenverantwortliche Menschen, die auch in eigenverantwortlich entscheiden müssen. Trotzdem organisiert Brandner einen Infostand, als woanders ähnliche Veranstaltungen längst abgesagt wurden. Corona hin, Covid her. Und ich habe mich keinem aufgedrängt, sondern die waren alle fröhlich, wir haben Kaffee zusammen getrunken und ich habe auch noch nichts von Infektionen gehört. Das ist eine Sache des Bewusstwerdens. So. Und vielleicht auch spricht es für die AfD. Ja, vielleicht spricht das ja auch für die AfD, dass wir uns so schnell erstmal nicht einschüchtern lassen bzw. bange machen lassen. Ich meine, es gibt ja selbst uns gegenüber ganz verschiedene Ansichten. Die einen sagen, wir sind rechtsextrem, die anderen sagen, wir sind Nazis. Die einen sagen, wir haben keinen Plan, die anderen sagen, wir haben keine Ahnung. Vor allem aber sind wir in der AfD alle hochsensibilisiert dafür, niemals etwas Sinnvolles zu tun und ohne fundiertes Wissen einfach immer gegen alles zu sein, was sogenannte Wissenschaftler oder die anderen Parteien sagen. Und ganz generell habe ich auch keine Angst vor Viren. Ich habe den Mac. Wir wissen ja auch alle gar nicht, ob es diese von der Regierung behaupteten Viren überhaupt gibt. Ich habe jedenfalls noch nie welche persönlich gesehen. Vielleicht gibt es ja auch gar keine Krankheiten und die sind alle nur inszeniert. Vielleicht sterben wir auch gar nicht und wir werden alle nur eingesagt, weil die Ärzte das behaupten. Ich schwanke da noch. Aber ich schwanke immer nach meiner ersten Flasche Frühstückskorn. Im Endeffekt sind wir ja auch alle eigenverantwortlich unverantwortliche Menschen. Und ich will mir jedenfalls nicht von Frau Merkel und ihren Virusbücklingen oder irgendwelchen unbequemen Fakten zur weltweiten Krankheitsentwicklung sagen lassen, ob ich mit meinen Wählern und Parteifreunden in meiner Freizeit Kaffee trinken, nackt kegeln, fröhlich Flüchtlinge verjagen oder eine Pandemie-Polonaise machen darf. Es gibt halt immer unterschiedliche Ansichten. Also ich zum Beispiel halte mich selbst für einen gut aussehenden, intelligenten und äußerst attraktiven Typen. Na, Superheld, ne? Also der Hampelmann. Aber alle Frauen und anderen Menschen sehen das nicht so. Aber muss ich deswegen Unrecht haben? Ignoranz und Dummheit sind Grundrechte. Man sollte nicht einfach alles glauben, nur weil es wahr ist. Vielleicht ist es ja gerade eine Stärke der AfD, einfach die Realität zu ignorieren, der Vernunft laut ins Gesicht zu lachen und die Menschen dumm, aber selbstbewusst ins Verderben zu treiben. Ja, wer weiß das schon? Ah, der Kollege Humpel, der Hempel, nein, Hampel. Sagen Sie mal, kommen Sie mit in die Fußgängerzone. Wir machen da eine kleine Demo für permanente Grenzschließung wegen Ansteckungsgefahr durch illegale Virusflüchtlinge. Oh, ja, sehr vernünftig, gerne doch. Ja. Aber alle Regeln einhalten. Doch. Ja, eine rechte Armlänge Abstand oder eine Baseballschlägerbreite. Danach ist übrigens noch Asylanten anhusten mit den Covid-Patrioten. Das ist so eine inoffizielle Splittergruppe, aber gute Leute, wirklich. Ja. Oh, Entschuldigung, hat mir da wohl irgendwas eingefangen, ey.